Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Euch, die ihr mir zuhört, sage ich, liebt eure Feinde. Tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen. Betet für die, die euch misshandeln. Dem, der dich auf die eine Wange schlägt, halt auch die andere hin. Und dem, der dir den Mantel wegnimmt, lass auch das Hemd. Gib jedem, der dich bittet. Und wenn dir jemand etwas wegnimmt, verlang es nicht zurück. Was ihr von anderen erwartet, das tut ebenso auch ihnen. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Dank erwartet ihr dafür? Auch die Sünder lieben die, von denen sie geliebt werden. Und wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun, welchen Dank erwartet ihr dafür? Das tun auch die Sünder. Und wenn ihr nur denen etwas leiht, von denen ihr es zurückzubekommen hofft, welchen Dank erwartet ihr dafür? Auch die Sünder leihen Sündern in der Hoffnung, alles zurückzubekommen. Ihr aber sollt eure Feinde lieben und sollt Gutes tun und leihen, auch wo ihr nichts dafür erhoffen könnt. Dann wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist. Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen werden. Gebt, dann wird auch euch gegeben werden. In reichem, vollem, gehäuftem, überfließendem Maß wird man euch beschenken. Denn nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird auch euch zugeteilt werden. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, diejenigen, die Sie mir jetzt zuhören und zu schauen. In den Klöstern des heiligen Benedikt, da gibt es schon immer eine gute Tradition, eine Regel. Jeden Tag kommen die Mönche oder Nonnen im Kapitelsaal zusammen, um dort ein Kapitel der Ordensregel des Benedikt zu hören. So kann niemand sagen, er würde die Regel, er würde den Maßstab für das Zusammenleben in diesem Kloster nicht kennen. Das ist eine gute Tradition. Und ich wünschte mir, jeder Getaufte würde sie auch befolgen. Nicht unbedingt im Blick auf die Ordensregel des heiligen Benedikt, sondern auf das Evangelium. Wenn jeder von uns jeden Tag einen kleinen Abschnitt aus der Bergpredigt oder der Feldrede Jesu, die Evangelisten Matthäus und Lukas überliefern, lesen würden. Jeden Tag, immer wieder. So wie dieses Buch jetzt aufgeschlagen vor uns liegt. Mir diese Worte immer wieder zeigen und zusagen lassen. Immer wieder, jeden Tag, ein paar Verse. Denn diese Verse, die gehören zur Zentralbotschaft Jesu. Und Christ kann ich letztlich nur dann sein, wenn ich mich an der Haltung und an der Denkweise Jesu orientiere. Sonst bin ich kein Christ. Da kann ich 100-mal getauft sein. Zum Christsein gehört eben auch das Denken, das Tun in den Fußspuren Jesu. Daran erkennt man die Jüngerinnen und Jünger Jesu.
mich an Jesus orientieren, das gibt mir Halt. Gerade jetzt in diesen Wochen, in denen Kirche, die Amtsträger vor dem Gericht der Öffentlichkeit stehen und nicht wenige Katholiken im Alltag der Frage oder sogar dem Angriff ausgesetzt sind. Wie, dem Verein gehörst du noch an? Wo mache ich mich da fest? Nur an Jesus. Dafür muss ich aber wissen, was dieser Jesus sagt und wie er denkt. Ich empfinde das, was gerade geschieht, selbst als sehr belastend. Und ja, ich war froh, durch meine Tätigkeit in Indien in den letzten 3 Wochen einem anderen Klima ausgesetzt gewesen zu sein. Sehr froh. Und Sie, viele von Ihnen, Sie kennen mich. Und Sie wissen deswegen, dass ich in der Vergangenheit kein offenes Wort gescheut habe, wenn mich meine Überzeugung und mein Gewissen dazu gedrängt haben. Und deswegen kann ich auch jetzt nicht schweigen, weil Unrecht geschieht. Oder besser, weil es um den Weg Jesu geht. Und ich richte mich dabei an die Gläubigen, an die Getauften, an die Katholiken. Jesus lehrt uns einen besonderen Umgang miteinander. Und dafür sollten wir gerade jetzt Vorbild sein. Da steht's. Sie haben es gerade gehört. Richtet nicht. So heißt es in der Feldrede Jesu. Und dabei bleibe ich hängen, bei all dem, was heute aus dem Evangelium gelesen wurde. Daran bleibe ich hängen. Nicht richten, so sagt er, damit ich selbst nicht gerichtet werde. Und es geht noch weiter. Nicht verurteilen, weil das ja letztlich die große und schmerzvolle Konsequenz des Richtens ist. Damit auch ich nicht verurteilt werde. Und wenn Jesus das sagt, da können wir ihm keine Verharmlosung von Fehlverhalten oder von Schuld unterstellen. Das geht nicht um Verharmlosung, nein, es geht um etwas ganz anderes. Jesus sucht den Umgang mit den Sündern. Und damit provoziert er viele, die von ihrem eigenen Gutsein überzeugt sind. Jesus wäre doch viel besser bei mir aufgehoben. Ich bin doch der Gute, ich mache doch alles richtig, aber der da und die da, guck dir doch mal an. Ja, und schließlich ruft er dazu auf, den Feind zu lieben. Und was Jesus hier tut und verlangt, das ist höchst anspruchsvoll. Denn er möchte mich dazu bringen, uns in diesem Spiegel als Sünder, als gar nicht so gerecht, ja als Feind zu entdecken. Er lässt mich sehen, du hör mal, Robert, bist du wirklich so gerecht? Oder wie Papst Franziskus es vor einigen Jahren bei einem Besuch im Jugendgefängnis Casa del Marmo in Rom ausdrückte, es ist eine glückliche Fügung, dass ich nicht im Gefängnis gelandet bin. Nicht meine Leistung. Es geht Jesus darum, das Böse zu überwinden und das Unrecht an seiner Wurzel zu beseitigen. Das geht nur dann, wenn wir ehrlich bekennen und ehrlich verstehen, wir alle sind in einem Boot. Wir sind alle Kinder Adams und Evas. Und was ich am Feind hasse und was ich an den Sündern verurteile, das steckt auch in mir. Das steckt auch in mir.
Und was heißt das heute? Und ja, ich merke, ich mache mich da durchaus auf manches gefasst. Es kostet Mut, das jetzt auszudrücken. Aber ich denke, auf den Spuren Jesu ist das nötig. Wir können die Schuldfrage nicht einfach wegschieben. Die da haben es gemacht. Und ich frage sehr provokant und sehr schmerzhaft jetzt nach, wie kann es sein, dass Eltern nicht spürten, dass ihr Kind zutiefst verstört ist, wenn es von der Kirche kam? Wieso haben Lehrer nichts gemerkt, wenn Schüler nicht gerne in den Sportunterricht gehen? Wie konnte und kann der Nachbarschaft verborgen bleiben, wenn Kinder zu Hause missbraucht und misshandelt werden? Und die Spielkameraden sagen, du, die Tina, die war heute so komisch, die letzte Zeit schon. Und wieso ist der Onkel mit seinen eigenartigen Berührungen an den Kindern nie zurechtgewiesen worden? Ganz einfach, weil nichts sein kann, was nicht sein darf. Wegschauen. Es wird schon nicht so schlimm sein. Wir erschrecken jetzt darüber, ja. Wir erschrecken darüber, wenn wir sehen, wie schlimm es war und wie schlimm es ist. Und wir würden noch viel mehr erschrecken, wenn wir das ganze Ausmaß dessen sehen würden, von dem der Raum der Kirche nur ein ganz winziger Teil ist. Und was geschieht jetzt? Und das ist für mich Unrecht. Der ist schuld. Der hat geschützt. Der hat vertuscht. Als Halbinder darf ich das vielleicht sagen. Es mag auch eine typisch deutsche Eigenschaft sein, in einer Haltung zu flüchten, die man Sündenbock-Mentalität nennt. So ist zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland die Frage, wie ein ganzes Volk, das sich doch so christlich bezeichnete, wie ein ganzes Volk so versucht werden konnte und den auch nicht wenigen Teilen mitgemacht hat. Und diese Frage ist ganz schnell ad acta gelegt worden, denn ja, der einzig und wahre Schuldige ist doch Papst Pius XII., der hat doch geschwiegen. Und jetzt wird Papst Benedikt an der Nase durch den Ring geführt für einen Vorgang, der in eine Zeit fiel, als Teile der Grünen Partei freien Sex mit Kindern forderten und dies auch noch gesetzlich verankert wissen wollten. Und jeder, der das nicht wollte, war altmodisch, der Muff unter den Talaren. Wir vergessen schnell, wie viele an dieser Suppe mitgerührt haben. Nein, es geht nicht um Verharmlosung, um das gleich vorwegzunehmen und die Kommentare möglicherweise als Folge auf die Predigt einzuschränken. Nein, ich verharmlose nicht. Ganz im Gegenteil. Das habe ich in der Vergangenheit auch nie getan. Im Gegenteil. Es geht nämlich um einen enormen Kraftakt, den wir alle anstoßen müssen. Denn wir haben nicht gehört. Wir haben nicht sehen wollen. Wir haben Kinder und alle Missbrauchsopfer allein gelassen. Oft bis heute. Weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Ja, lassen wir uns erschüttern, tief erschüttern. Verurteilen wir nicht, weil wir uns nicht nur selbst damit ins Unrecht setzen würden, sondern weil sich dadurch
nichts ändern würde. Nichts. Gerade für die, die wir schützen wollen und müssen. Ja, auch das natürlich eine Erkenntnis und die schmerzt. Institutionen geben keinen Halt. Das haben sie noch nie getan. Es wird Zeit, dass das endlich gesehen wird. Institutionen geben keinen Halt. Halt gibt mir selbst, und hier rede ich als Christ, als Katholik, als Priester, mir selbst gibt nur die Beziehung zu Christus Halt. Er schenkt mir den Mut zur Umkehr und zur Barmherzigkeit, auch mit mir selbst, wenn ich in einen Abgrund schaue. Richtet nicht. Lesen wir es immer wieder. Amen.